Hallo und herzlich willkommen auf Irela.de. Wir schauen uns nun an, wie das konkret aussieht mit dem Grundeinkommen und beziehungsweise mit dem Bürgergeld. Was passiert da konkret für die einzelnen Leute, die darunter fallen? Wir haben jetzt vorher schon das Modell von Götz Werner angeschaut. Das greifen wir jetzt nochmal auf. Man könnte auch sagen, es könnte es auch als Konsumsteuermodell bezeichnen. Warum Konsumsteuer? Ja, die Konsumsteuer ist ja die Mehrwertsteuer. Und dadurch, dass wir alleinige Steuereinnahmen über die Mehrwertsteuer haben, kann man hier vom Konsumsteuermodell sprechen. Wie wir vorher schon gesagt haben, 800 Euro monatlich. Gehen wir von der unteren Grenze aus. Also bei Götz Werner soll sich das dann sukzessive, wenn sich die positiven Auswirkungen auf die Wirtschaft dann verselbstständigen, soll es dann weiter steigen. Also er strebt dann langfristig bis zu 1500 Euro an. Steuern gibt es natürlich keine, bis auf die Mehrwertsteuer. Und das Mehrwertsteuer, das ist jetzt nicht ein Modell von Götz Werner, sondern eine Weiterentwicklung, die wird aufgeteilt, und zwar sozialgerecht aufgeteilt, in drei Gruppen. Wir kennen ja heute schon die zwei Gruppen, nämlich die 7% und die 19%. Und die neue Aufteilung wäre dann 5% als Basis, 50% als Standard und 100% als Spitzensteuersatz. Das würde sich dann folgendermaßen aufteilen: 5% würden dann die Lebenshaltungskosten besteuert werden. 5% Nahrung, so wie etwa heute schon das mit den 7% stattfindet. Dann hätten wir diese 100% Steuerklasse, also quasi verdoppelte Preise für Luxusartikel. Und auch für Genussmittel, also er würde zum Beispiel auch Alkohol mit reinzählen. Und der Rest, also was nicht zu den unmittelbaren Lebensnotwendigen gehört und was nicht zum Luxusgut gehört, das würde mit einem Standardsteuersatz von 50% besteuert. Das wäre ein Modell, diese Mehrwertsteuer, die, wenn man sie ja dann auf alle das Gleiche, den gleichen Steuersatz belegen würde, wäre es jetzt sozial ungerecht, weil die Ärmeren dann deutlich mehr zahlen müssten, bezogen auf ihr Einkommen, wäre durch diese Staffelung dann sozusagen hätte man durch die soziale Komponente ergänzt. Das andere Modell, das immer wieder im Gespräch ist, ist das Modell von dem ehemaligen thüringischen Ministerpräsidenten Althaus. Das nennt sich das sogenannte solidarische Bürgergeld. In diesem Fall, beim solidarischen Bürgergeld, hat jeder Bürger die Wahl zwischen zwei Optionen. Die erste Option, das wäre dann ein Grundeinkommen bzw. ein Bürgergeld von 800 Euro. Davon würde man automatisch 200 abziehen für die Krankenversicherung, die man hier bei Götz Werner selbst zahlen muss, aus diesen 800 Euro, die man bekommt. Das heißt, man müsste sich in dem Fall wahrscheinlich dann privat versichern, wenn diese Krankenversicherung hier auch eine staatliche Versicherung sein kann. Und von den übrig gebliebenen 600 Euro, wenn da zusätzlich noch Geld verdient wird, wird dieses Geld mit 50% besteuert. Also eine Einkommensteuer. Auf jeden Euro. Die Mehrwertsteuer würde so bleiben wie heute, nämlich mit 7 und mit 19%. Die zweite Option, aus der man wählen kann, wäre ein Grundeinkommen von nur 400 Euro im Monat, hier monatlich natürlich, wieder die obligatorischen 200 Euro Krankenversicherungsbeitrag. Es bliebe also noch 200 übrig vom Grundeinkommen, allerdings würde dann in diesem Fall bei Option 2 nur 25% Einkommensteuer auf jeden extra dazu verdienten Euro gerechnet. Also eine Einkommensteuer von in diesem Fall 25% auf jeden Euro. Wenn man das jetzt mathematisch schreiben wollte,
wäre quasi diese erste Option 600 Euro Grundeinkommen plus 0,5 von dem, was man dazu verdient, also die Hälfte. Also 0,5x wäre x das Einkommen bestimmt. Während im unteren Fall hätten wir 200 Euro übrig, Grundeinkommen. Und übrig bleiben vom Einkommen würden, 25 wird abgezogen, bleiben 75% übrig, also 0,75x. Und jetzt kann man herausfinden, dass sich Option 1 für alle Leute lohnt, die weniger als 1600 Euro verdienen, nämlich diese beiden gleichen Gleichsätze, bekomme ich das raus, und dass sich auch Option 2 für alle Leute lohnt, die sich mehr als 1600 Euro im Monat verdienen. Also würde sich automatisch alle Leute, die weniger als 1600 verdienen, die erste Option wählen, alle, die mehr, die Option 2 wählen, weil es automatisch für sie günstiger ist. Also hier ist die Einkommensteuer weiterhin mit drin. Das heißt, wir hätten hier diese, sagen wir mal, konjunkturabhängigen Faktoren, die durch die Globalisierung, durch die Rationalisierung oder die Überalterung beeinflusst werden, werden hier nicht ausgeschlossen, werden sie in diesem Fall ausgeschlossen werden. Vergleichen wir mal, was passiert bei unserem Bürgergeldmodell und bei unserem Konsumsteuermodell mit den einzelnen Schichten. Und vergleichen wir das auch nochmal mit dem, was wir heute bei Hartz IV haben. Dazu vergleichen wir die Situation eines Arbeitslosen ohne eigenes Einkommen, also 0 Euro brutto, eines mittleren Verdienenden, also aus der Mittelschicht, mit einem Bruttoeinkommen von 2500 Euro im Monat und dann eines Mitglieds der Oberschicht mit 10.000 Euro brutto im Monat. Und jetzt schauen wir an, wie ist es heute? Also heute unter dem System Hartz IV. Beim System Hartz IV bekommt man etwa 370 Euro. Genau sind es bis zuletzt 369 gewesen, dann 69 Euro monatlich. Aber zusätzlich noch das Wohngeld, also das Geld für die Miete gestellt. Insgesamt mit allen einmaligen Anschaffungen, die auch noch vom Amt gezahlt werden, kann man rechnen, dass man pro Person etwa bei 800 Euro liegt. Die man natürlich nicht über ein Grundeinkommen ausgezahlt bekommt, sondern die halt der Staat in diesem Fall an Bedingungen knüpft. Das ist halt der Gegensatz zwischen Hartz IV und Grundeinkommen. Beim Konsumsteuermodell ja, wie sieht es da aus? Ja, da kriegt man als Arbeitsloser tatsächlich die 800 Euro quasi direkt auf die Kralle. Allerdings kann es sein, dadurch, dass wir hier eine erhöhte Mehrwertsteuer haben, dass die Preise für das, was man sich da mit diesen 800 Euro kaufen möchte, ebenfalls steigen. Das heißt, wir haben hier eventuell höhere Preise. Wenn das der Fall sein sollte, wären natürlich diese 800 Euro weniger wert als diese 800 Euro. Allerdings noch ein weiterer Vorteil, der natürlich jedem Grundeinkommensmodell eigen ist, dass man keinen Zwang zur Arbeit hat. Beziehungsweise der Staat sich in diesem Punkt auch nicht einmischt. Wie sieht es beim solidarischen Bürgergeld aus? Nun, hier bekommt man 800 Euro minus 200 Krankenversicherung, das heißt 600 Euro. Im Monat und auch hier würde der Zwang zur Arbeit entfallen. Würden also die ganzen konstruktiven Elemente des Grundeinkommens, die freiere Lebensgestaltung, eine höhere Motivation bei der Arbeit, würden auch alle hier beim solidarischen Bürgergeld greifen. Wie sieht es aus bei der Mittelschicht? Wenn jemand heute 2500 Euro brutto verdient, bleibt abzüglich aller Einkommensteuern,
aller Sozialversicherungen, das heißt Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung und staatliche Krankenversicherung, noch etwa 1600 Euro übrig. Also ein Nettoeinkommen von 1600 Euro wäre heute bei einem Einkommen von 2500 Euro gegeben. Wie sieht es beim Konsumsteuermodell aus? Nun, man bekommt die 2500 Euro, weil wir gar keine Einkommensteuer zahlen und noch die 800 Euro Grundeinkommen dazu, weil das Grundeinkommen bekommt jeder, egal ob man arbeitet oder nicht. Das heißt, es wären dann 3300 Euro. Allerdings, wenn wir uns überlegen, dass natürlich Leute aus der Mittelschicht kaufen natürlich auch viel aufwendigere Waren als Leute, die arbeitslos sind. Das heißt, die meisten dieser Waren würden im Bereich 50% eingeordnet, wären dementsprechend um 50% teurer als heute. Das heißt, von diesem Geld, das man hier mehr hat, wird natürlich auch wieder dieser Anteil dann auch wieder weniger, weil natürlich die Preise höher sind. Aber wenn wir das vergleichen, 1600 hier 3300, das heißt, jemand aus der Mittelschicht wäre mit dem Konsumsteuermodell doppelt so gut gestellt wie heute. Und die Preise würden nicht doppelt so viel steigen, sondern höchstens in diesem Fall ja, um 50%, außer man konsumiert ausschließlich Konsumartikel, Luxusartikel. In diesem Fall wird natürlich diese Doppelteinkommen genauso aufgefressen, wenn wir den gleichen Stand wie heute. Wie sieht es aus beim solidarischen Bürgergeld? Schauen wir uns an. Ein Verdienst von 2500 Euro, das ist mehr als die besagten 1600. Das heißt, wir kommen mit Option 2 und können hier ausrechnen, 200 also plus 0,75x, also 0,75 mal die 2500 Euro als Einkommen, das ergibt 2075 Euro. Auch das ist ein gutes Stück mehr als heute. Also auch hier wäre die Mittelschicht besser gestellt. Und die höheren Preise würden in diesem Fall nicht existieren, weil wir Finanzierung über die Einkommensteuer haben. Wie sieht es bei der Oberschicht aus? Wir haben jetzt jemanden, der 10.000 Euro monatlich verdient. Vielleicht ein leitender Angestellter im Managementbereich einer mittelständischen und großen Firma. Und wenn man das heute durch den Steuerrechner lässt, diese 10.000 Euro, bleiben abzüglich Einkommensteuer und abzüglich Rentenversicherung, nehmen wir an, es gibt noch eine zusätzliche private Krankenversicherung, die man ab einem gewissen Einkommen haben darf, bleiben da noch 5.900 Euro. Also fast die Hälfte wird wieder abgezogen. Wie sieht es aus beim Konsumsteuermodell? Die 10.000 Euro, da wird gar nichts abgezogen, weil es keine Einkommensteuer gibt. Und es kommen noch die 800 monatlich dazu. Das heißt, wir haben jetzt 10.800 Euro. Das heißt, wir haben hier auch fast eine Verdopplung. Aber wir haben natürlich wieder die höheren Preise. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Leute aus der Oberschicht natürlich hauptsächlich, beziehungsweise viel mehr als Leute aus der Mittelschicht oder aus der Unterschicht, natürlich in diesem Bereich hier einkaufen. Das heißt, im Bereich Luxusartikel, Genussmittel. Das heißt, von diesen 10.800 Euro, wenn man ausschließlich Luxusartikel kaufen würde, blieben dann auch nur noch 5.400 davon übrig. Das heißt, je nachdem, es kann aber auch sein, dass jetzt ein so gut Verdienender natürlich nur sich von grundsätzlichen Dingen ernährt und auch lebt, relativ bescheiden lebt, dann bleibt natürlich sehr, sehr viel von diesen 10.800 Euro übrig. Aber der Punkt ist der, dass dieses Geld, solange es ja nicht konsumiert wird, ist es ja nur praktisch ein Nennwert. Geld gewinnt seinen Wert dadurch, dass es konsumiert wird. Und diesen Punkt wird erst der Wert des Geldes klar durch das Konsumverhalten. Wie sieht es aus beim solidarischen Bürgergeld? Da haben wir also wieder die Option 2, 200 plus 0,75 mal 10.000. Ja, 7.500 plus 200, das sind 7.700 Euro. Das heißt, auch hier hätte die betreffende Person ja, ein gutes Stück mehr übrig als heute, aber auch ein gutes Stück weniger als beim Konsumsteuermodell, wobei allerdings der Effekt der höheren Preise in diesem Fall nicht existieren würde. Allerdings, wenn wir vergleichen das solidarische Bürgergeld und der heutige Zustand mit Hartz IV, dann sehen wir auch, dass generell die Einkommen im solidarischen Bürgergeld deutlich höher sind. Und da stellt natürlich die Frage, wo kommt das Geld her? Allein durch die Kürzung hier vom Arbeitslosengeld, beziehungsweise das ist diese Zusammenlegung und die weniger werdende Bürokratie, könnte es zum Teil aufgefangen werden. Aber ob das vollständig aufgefangen werden kann, ist eine Frage, die bezweifelt werden kann. Und in dieser Hinsicht sind natürlich alle Bürgergeldmodelle, auch das Konsumsteuermodell,
mit seinen über 700 Milliarden Euro, die man an Steuern einnehmen muss, natürlich in ihrer Finanzierung höchst fragwürdig. Schaut doch mal auf der Homepage www.lorella.de vorbei. Dankeschön.